Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen hier im Afroasiatischen Institut und in der Katholischen Hochschulgemeinde im Namen von der Maya Loh. Ein ganz herzliches Danke an dich, du hast den Abend organisiert. Und in diesem Zusammenhang darf ich auch Wolfgang Kauer ein ganz herzliches Danke sagen, schon zu Beginn. Sie sind auf uns wieder zugekommen. Es ist ja, soweit ich mich erinnern kann, beziehungsweise ich darf als Abend zum zweiten Mal moderieren. Sie sind auf uns zugekommen, dass diese Lesung hier in der KAG stattfindet und im Afroasiatischen Institut. Und wir sind natürlich stolz darauf und wir freuen uns, dass dieser Abend heute bei uns stattfinden kann. Und dafür nochmal ein ganz herzliches Danke. Vice versa möchte ich die Grüße zurückgeben und ich möchte herzlich bedanken, dass wir hier die Grenzgänge vorstellen dürfen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass die Karlsruher Autorenversammlung und Autorenversammlung hier in der KAG und im Afroasiatischen Institut ist. Ja, mein Name ist Günter Jäger, ich arbeite in der Katholischen Hochschulgemeinde und darf Sie durch diesen Abend begleiten. Was habe ich mir am Anfang gedacht? Ich möchte die Autorinnen und Autoren kurz vorstellen und möchte dann so meinen Zugang vielleicht oder die Gedanken, die ich gehabt habe zum Thema Grenzgänge, Ihnen noch einmal ganz kurz darlegen. Es wird nicht lange dauern, ich werde die Texte heute Abend stehen. Ich darf anfangen bei der Ruth Asböck. Ruth Asböck ist eine Salzburgerin, sie sind in Salzburg geboren, leben aber in Wien. Und haben in Wien Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Ich bitte Sie einfach, mich zu korrigieren, falls ich bei Ihnen irgendwas Falsches sage. In Linz haben Sie auch eine Schauspielausbildung absolviert und schreiben vorwiegend in Prosa. Sie sind Mitbegründer einer feministischen Zeitschrift auf. Ich weiß nicht, ob es diese Zeitschrift heute noch gibt. Gibt es nicht. Beruflich lehrte Ruth Asböck an der Universität Wien, Graz und Klagenfurt. 16 Jahre lang führte sie ihren eigenen Verlag mit dem Namen Edition, die Donau hinunter. Und wie man sieht, sie kommen immer wieder gerne nach Salzburg, in ihrer Geburtsstadt zurück. Daneben Herr Julian Schutting, geboren in Amstetten in Niederösterreich, besuchte die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien im Fach klassische Fotografie und studierte Geschichte und Germanistik in Wien. Ja, Julian Schutting gehört zu den prägenden Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts der österreichischen Literatur und sie lebten schon in den 90er Jahren in Salzburg und kennen die Stadt insofern. Sie haben von Jugend an anspruchsvolle Literatur publiziert, die Brückenbaute. Und eben, wie gesagt, sie galten schon bereits in den 80er Jahren als Aushängeschild der österreichischen Literatur. Zu meiner Schulzeit, wir haben sie gelesen, das war irgendwie so Standard, sozusagen. Und dies, Julian Schutting. Und insofern freut es mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, dass ich Sie persönlich kennenlernen darf. Ja. Das ist für mich ein ganz besonderes Erlebnis, eine besondere Ehre. Julian Schutting ist mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden, von 1971 bis 2015. Warte, ob es nach 2015 noch einen Preis gibt, den Sie bekommen haben, ich weiß es nicht. Angefangen vom Österreichischen Würdigungspreis für Literatur, 1981 den Anton-Wilfgans-Preis, 1984 den Georg-Drake-Preis für Lyrik, 1989 den Gerd-Jonke-Preis 2015 war so, den ich im Internet den letzten Preis gefunden habe. Sie schreiben Prosa, Dramatik und Lyrik oder Prosa Lyrik, also beides, und beschäftigen sich so mit ethischem Potenzial der Sprache. Kann man das so sagen? Also Literatur als Sprachkunst. Wir werden sehen. Wobei, Sie haben ja, glaube ich, alle 50 Bücher publiziert, insofern wird das Spektrum noch breiter sein, als was ich jetzt kurz erwähnt habe. Wolfgang Kauer, ein eigentlich echter Salzburger, dadurch, dass Sie in Linz geboren sind und nach Salzburg gezogen sind, oder ein wahrer Salzburger, nämlich die meisten wahren Salzburger kommen eigentlich aus Oberösterreich. Sie studierten Germanistik, Geografie und bildnerische Gestaltung und leben in Salzburg. Leben in Salzburg und
Ja, hier steht es als Felsbildforscher, Pädagoge und Schriftsteller. Sie haben zahlreiche Romane publiziert und Erzählbände. Zuletzt erschien das Werk Felsbilder der alten Motive im internationalen Vergleich im Anthropocene Verlag. Und die Neuerscheinung ist eben ein Teil eines mehrjährigen Publikationsprojekts unterschiedlicher Textformen. Auch Sie schreiben Lyrik und Prosa und, was Sie auch gelesen haben, Theaterstücke. Ganz herzlich willkommen, auch Ihnen. Margot Koller, als vierte Autorin hier heute am Abend. Margot Koller kommt aus Deutschland, lebt aber schon. Nein, ich bin die Einzige, die wirklich nicht so weit von der Eingabe. Müssen Sie das im Internet, müssen Sie das nochmal interviewen? Ich bin mal zufällig, weil Hitler so katastrophal gewütet hat in Europa, bin ich in, zur Geburt in ein sicheres bayerisches Nest verschlagen worden. Na, aber mein Leben lang hier. Also, ich genau. Also, ich frage Salzburg an. Sie sind eigentlich auch seit den 80er Jahren im Kulturleben Salzburgs präsent, heute oder früher schon, ich weiß es nicht. Und Sie betreuen auch einen offenen Bücherschrank in der Panzerhalle Salzburg. Und hauptberuflich waren Sie Pädagogin und Lebensberaterin. Sie schreiben Kurzgeschichten, Prosa, Satire, stimmt es? In erster Linie schreibe ich seit 10 Jahren Sachbücher. Sachbücher, gut. Aber das andere stimmt es, Satire, stimmt es, dass Sie Satire geschrieben haben? Ein bisschen. Und genau, Lyrik, bis Sachbuch, Bildbände und wissenschaftliche Beiträge. So ist es. Ganz herzliches Willkommen an alle vier. Ich freue mich, dass Sie hier sind und diesen Abend heute für uns gestalten. Der heutige Abend steht unter dem Titel Grenzgänge. Und bei der Vorbereitung dieses Abends habe ich mal den Gedankenversuch unternommen, mir eine Welt ohne Grenzen vorzustellen. Ich weiß nicht, ob Sie sich eine Welt ohne Grenzen vorstellen können. Doch was sind Grenzen? Ich habe dann einmal so der Literatur nachgeschaut, im Internet nachgeschaut, wie man das heute tut. Grenzen ist einmal in der Hand. Grenzen trennen und sie sind Trennwerte. Eine Trennlinie und eine Trennfläche und es gibt Grenzen ganz unterschiedlichster Art. Grenzen können geografische Räume sein. Man braucht nur in die Tageszeitung schauen, ins Fernsehen, politische oder administrative Grenzen, wirtschaftliche Grenzen, Grenzen von Eigentum, Grundstücksgrenzen. Und ich denke, dass gerade Grenzen beim Eigentum ganz scharfwinklig gezogen werden heutzutage. Doch es gibt auch unscharfe Begrenzungen, etwa Landschaften, Kulturgrenzen, Verbreitungsgebiete, die man in der Natur kaum durch Linienstrukturen festmachen kann. Es gibt aber auch Grenzen, die ein Volumen einnehmen, Flächen, die sind durch Flächenlinienpunkte begrenzt, wie Seitenflächen, Kanten, Ecken eines Würfels. Der Luftraum ist auch so ein Volumen, das Grenzen hat. Den Luftraum braucht man auch für den Verkehr. Da werden auch Grenzen gezogen. Diese dreidimensionalen Grenzen stehen Grenzen eindimensionaler Räume entgegen. Vorwiegend kennt man sie in der Mathematik. Da gibt es obere, untere Grenzwerte. Umgangssprachlich vielleicht auch Schwellenwerte, Schranken etc. Gerade heute in der Pandemiezeit hantieren wir mit so Grenzen, die überquellen, die ausgedehnt werden nach außen, die eingeschränkt werden. Und dann gibt es noch neben diesen mathematischen oder geografischen, nicht mathematische Räume wie Verhaltensweisen. Auch diese sind Grenzen, an Grenzen gebunden. Man spricht oft so von, es ist eine übliche Verhaltensweise, die sich abgrenzt von anderen Verhaltensweisen. Bis hin natürlich auch zur Intimsphäre, die eine ganz wichtige Grenze ist für den Menschen. So sind auch Rechten, juristischen Rechten, Grenzen gesetzt. Jeder hat das Recht,
auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Grenzen, die Rechte anderer verletzt. Schlussendlich ist auch das Gewissen eine Grenze, die dem Tun und dem Lassen Grenzlinien zieht. Eine für mich der bedeutendsten Grenzen für menschliches Zusammenleben hat der französisch-litauische Philosoph und Autor Manuel Levinas formuliert. Für ihn stellt nämlich das Angesicht des anderen eine absolute Grenze dar, die nicht überschritten werden darf. Das Angesicht des anderen spricht zu mir, töte mich nicht. Bei den Überlegungen für den heutigen Tag, war so eine Erkenntnis, damit das Leben sich entfalten kann, damit es weit werden kann, braucht es Grenzen, braucht es Trennungen. Doch es braucht auch die Öffnung von Grenzen im weitesten Sinne, es braucht beides. Und gerade wenn man auch die Flüchtlingsthematik, wenn man Migration anschaut, hier braucht es keine Grenzen, hier braucht es eine Offenheit, damit das Leben gelingen kann, damit die Welt nicht in ein Chaos verfällt. Ich denke, der Mensch ist Grenzgänger von Beginn an, von der Geburt bis hin, und da denke ich auch, die Geburt ist ein Grenzgang, ein gefährlicher Grenzgang, von der Geburt bis hin zu seinem letzten Gang über eine Grenze, über die Grenze des Todes hinweg. Und in diesem Sinne dürfen wir uns überraschen lassen, welche Aspekte von Grenzen uns die vier Autorinnen und Autoren heute präsentieren werden durch ihre Texte. Sie werden uns ein breites Spektrum vorlegen, wie Grenzen überschritten werden können, aus freiem Entschluss oder auch ungewollt. Und ich darf Ihnen im Namen von der Maya Loh und von mir einen interessanten und spannenden Abend wünschen. Also zuerst einmal ein kleines Gedicht. Donaufahrt. Eine Fahne weht im Wind, an der Grenze wird gewechselt. Eine andere Fahne weht im Wind. Deine? Meine? Ich lese über die Grenzen des Alters, die Grenzen der Kunst und die Grenzen des Lebens. Sie hatte lange unter der Erkenntnis gelitten, dass die Lebensmöglichkeiten begrenzt sind. Selbst wenn es keine äußeren Hindernisse gäbe, Geld in Fülle da wäre, sie eine gesunde, kluge Schönheit bestens gebildet wäre, könnte sie nicht mehr als ein Leben führen, niemals mehrere nebeneinander. Elisabeth stopfte in ihr Leben hinein, was sie nur packen konnte, und doch blieb es nur das eine von ihr Gelebte, das ihr gut oder weniger gut gelingen konnte. Menschenlos, unabwendbar, das musste sie traurig erkennen. War das der Grund dafür, dass sie zum Theater wollte? War das Theater der Ort, an dem sich die Träume von anderen Lebensformen gestalten, in Wirklichkeit umsetzen lassen? Deswegen die erträumten Bühnenrollen? Einen anderen Menschen zu spielen, in den Charakter einer anderen Person zu schlüpfen, sich anders zu bewegen als sonst, das wünschte sie sich. Auf der Bühne zu stehen, heißt auch, ein gewisses Machtgefühl zu empfinden. Das Gefühl sagt einem, diese Bretter gehören mir und ich werde hier meine Rolle so gestalten, dass ihr Zuhörenden sprachlos bleibt. Einmal hatte Elisabeth in der Schauspielschule einen Ausbruch, der ihr Anerkennung und gespannte Aufmerksamkeit einbrachte. Für einige Minuten war es ganz still.
Zorn war es, der zu dieser Enthemmung führte. Sie hatte die ewigen Sprachübungen, das Auswendiglernen alter Texte satt. Sie wollte, dass man ihr zuhört. Als sie einen romantisch-poetischen Monolog auf der Probebühne sprechen sollte, spielte und sprach sie die Worte anders, als man das sonst von ihr hörte. Sie hatte den Text auswendig gelernt, selbstverständlich. Das war nicht das Problem. Aber das Hersagen hatte sie satt. Ich zeige es Ihnen einmal, dachte sie. Vom ersten Moment an spürte sie, dass es so genau richtig war. Sie sprach mit aller Leidenschaft den Text, durch ihren Körper nachdrücklich verstärkt. Hinter dem Gesagten sprühte nun Energie und Entschlossenheit. Das Publikum, das waren die Lehrerin und Studierende, wurde in ihren Bann gezogen. Bei diesem Auftritt war Elisabeth sehr gut. Er machte allen klar, welche Möglichkeiten sich entfalten könnten. Leider waren solche Szenen zu selten. Sie war zu oft sprachlich und gestisch blockiert. Der Kopf und das viele Denken behinderten das freie Spiel, die notwendige Hingabe an die Rolle und den Text. Es entsprach ihrem Ehrgeiz, Theaterstücke in der Originalsprache zu lesen, und sie mühte sich mit Shakespeare und dem spanischen Barock ab. Doch sie verstand weder das Englisch, das William Shakespeare hinterlassen hat, zur Gänze, noch die spanische Sprache aus der Zeit des Siglo de Oro, des goldenen Zeitalters von Lope de Vega und Calderón. Sie las es, verstand aber viele Worte und deren oft doppelte Bedeutung nicht. Die Lexika, die sie hatte, halfen wenig. Sie bildeten die damalige Umgangssprache nicht ab. Es waren die vielen Umschreibungen in sexuellen und politischen Belangen, die sie nicht kannte. Und es waren genauso die vielen Anspielungen auf historische oder literarische Vergangenheit, auf die klassischen Geschichten der Griechen und Römer, die sie nicht erlernt hatte, besser, die sich nicht ausreichend in das Gedächtnis eingeprägt hatten. Es fiel ihr sogar schwer, die jahrhundertealten deutschen Übersetzungen der Theaterstücke in allen Feinheiten und all ihrem Ideenreichtum zu verstehen. Auch dadurch sackte die Liebe zu diesen großen Dichtern zusammen, beschränkte sich auf die Rolle der begeisterten und beeindruckten Zuseherin bei Theateraufführungen, auch in späteren Jahren in der Originalsprache in London und in Madrid. Aber es gibt auch bei wissbegierigen Menschen wie Elisabeth einen Sättigungsgrad des Erkenntnisinteresses. Wie viel will man denn wirklich wissen und können? Die Träume lassen sich nicht gerne von der Logik zensurieren. Wenn man das, während man träumt, versucht, endet der Traum und man wacht auf. Es gibt aber nicht nur die nächtlichen Bilder und Szenen. Es gibt auch die Wunschträume des Tages. Manche lösen sich dadurch auf, dass sie zu lange nicht erfüllt worden sind. Es ist zu spät. Wenn irgendwann das einmal Erwünschte möglich wäre, stimmte es mit der augenblicklichen Lebenssituation nicht mehr überein. Ein ersehnter Partner. Er nähert sich dir, wenn du längst auf ihn verzichtet hast, verzichten musstest und nach langer Trauerzeit einen anderen geheiratet hast, Kinder geboren, dich im Beruf bewährtest.
dann würde er kommen, diesmal bereit für Liebe und Beziehung und Zusammenleben. Doch was einmal der größte Wunsch, das heißeste Ersehnen war, das ist abgeblättert wie ein Baum, der im Herbst kahl wird. Der Mensch, der sich anbietet, ist nicht mehr derselbe und du bist bereits an einem anderen Ufer angelangt. Einmal ist es ihr passiert, dass sie ihr Alter während einer Aufführung deutlich spürte. Wahrscheinlich hatte sie mit ihrer Lust, möglichst keinen Theaterabend zu versäumen, übertrieben. Sie hatte einen Stehplatz genommen. Stehplatz in der Felsenreitschule ist ganz wunderbar. Nummer eins Mitte, sie hatte Glück, konnte die gesamte Bühne einsehen, hörte auch jeden gesprochenen Ton, aber sie stand es nicht durch. Nach 40 Minuten streikte ihr Körper. Heiße Ballungen durchfluteten sie, Schweiß kam aus allen Poren, der Magen meldete sich und schmerzte. Sie überlegte kurz, sich zu Boden zu setzen, fühlte sich schlecht. Sie sah, wie sich auf der Bühne die Figuren bewegten. Das kam ihr plötzlich eigenartig und fremd vor. Was hatte sie mit all dem Spektakel zu tun? Das ging sie doch nichts an. Sie wollte nur mehr hinaus, ins Freie. Die beiden Saalhüterinnen öffneten sofort die Türe, als sie der einen zuflüsterte, mir ist schlecht, ich muss hinaus. Elisabeth schwankte den Gang entlang. In der Halle half ihr der Billetteur in den Lift. Die Garderobiere empfahl ihr zweimal mit Nachdruck, die Hilfe der Samariter im Haus anzunehmen. Doch sie wollte nur ins Hotel und zu Bett. Bevor dieser Wunsch erfüllt werden konnte, hatte sie noch diszipliniert zu sein, den Weg zur Bushaltestelle zu schaffen, auf den Bus zu warten, einzusteigen, dann die wenigen Meter von der Haltestelle zum Hotel irgendwie noch zu gehen. Wenn man schwach ist, wird alles mühsam. Im Zimmer einige Schluck Tee getrunken, die verschwitzte Kleidung auf den Stuhl gehäuft, dann die Dusche und endlich ausstrecken im Bett. Und doch nicht schlafen können. Die Gedanken geistern im Kopf herum. Deshalb bist du nach Salzburg gefahren, um hier zusammenzuklappen? Ihr wurde klar, dass das kostengünstige Stehplatzstehen zu ihrer Vergangenheit gehören wird. Nicht mehr zu ihrem Alter, ihre Gegenwart. Leider, da ist nichts zu machen. Diesen Tribut muss sie ihren Jahren zollen, so weh es ihr tut. Alt werden kostet Geld, das ist es. Und nun noch eine Sache, die mit Salzburg ein bisschen zu tun hat. Wäre ich mitgegangen? Stefan Zweig, der Wiener, lebte viele Jahre in Salzburg, bis er 1934 ins Exil ging. Zuerst nach London, später nach Brasilien. Ihm zu Ehren wurde eine Gedächtnis- und Forschungsstelle in Salzburg eingerichtet, und zwar in der Edmundsburg auf dem Mönchsberg. Daher fuhr ich nach Salzburg, in die Stadt, in der ich geboren wurde, um Stefan Zweig zu ehren und meinen Vater, denn in diesem Haus ist er zur Schule gegangen, 8 lange Jahre. Ich wollte mich in diesem Gebäude umsehen und so war ich bei der Eröffnung des Stefan Zweig Centers dabei. Die Biografie Stefan Zweigs ist bekannt. Sein Aufenthalt in Brasilien, sein freiwilliger Tod in Petropolis, sein Tod, in den er seine Frau mitnahm.
die Verzweiflung, die Resignation dieses Großbürgers, dieses Weltbürgers, dieses fleißigen und sehr erfolgreichen Autors ist verstehbar. Er, der sich schon im Ersten Weltkrieg für den Frieden eingesetzt hat, konnte den Nationalsozialismus und seine Mordlust nicht begreifen. Ich überlege oft, warum seine Frau mit ihm gestorben ist. Lotte Zweig folgte ihrem Mann in den Tod. Ist das ein Zeichen von großer Liebe? Für mich ist es das nicht. Die Sekretärin, die zur Ehefrau wird. Eine Geschichte, die wir aus manchen Künstlerbiografien kennen. Sekretärin eines berühmten und wohlhabenden Dichters, von Gegnern als Erwerbszweig verspottet. Endlich nach Jahren Ehefrau, nur mehr für ihn da. Lotte Altmann wurde von der Ehefrau Friederike Zweig-Winternitz 1934 als Sekretärin eingestellt. Die junge Frau selbst mit ihrer Familie geflüchtet, verliebte sich in den berühmten Schriftsteller, damals Mitte 50. 1939 im Londoner Exil kam es zur Scheidung von Friederike und Lotte Altmann wurde Lotte Zweig. Am 23.02.1942 starb das Ehepaar in Petropolis. Sie ist mit ihm in den Tod gegangen. Wäre ich mitgegangen, freiwillig, so frage ich mich wieder und wieder, ist das Liebe? Hatte damals eine Frau ohne Mann keine Zukunft? Sie hätte wohl wie viele andere eine Anstellung, eine Arbeit in Petropolis gefunden. Sie hätte sich um den Nachlass Stefan Zweigs kümmern können. Erschien ihr die Erwerbsarbeit? Erschien ihr das Stehen auf eigenen Beinen als zu mühselig? Ist es Liebe, mit dem anderen zu sterben? Vielleicht hätte ihre Weigerung ihn sogar zögern lassen. Frauen gehen mit den Männern, wo du bist, will auch ich bleiben. Meine Urgroßmutter wurde nach Salzburg verheiratet, von Mannersdorf nach Salzburg, zu einem Müllner. Eine Mühle zu betreiben war ein sicheres, aber schweres Geschäft. Die Gesellen hatten Staublungen und wurden nicht alt. Die Urgroßmutter wurde hinverheiratet. Wie freiwillig mag das geschehen sein? Wo du bist, will auch ich bleiben. Die biblische Ruth folgte ihrer Schwiegermutter in ein unbekanntes Land, wissend, dass es ein neuer und schwieriger Anfang werden würde. Aber es war eine Gefolgschaft ins Leben nach dem Tod ihres Mannes. Der freiwillige Tod, weil der Mann nicht mehr leben will, keine Hoffnung mehr hat. Es ist damals in Europa oft vorgekommen, dass Verfolgte gemeinsam starben, als letzten Ausweg. Lotte Zweig hatte keine ausweglose Situation. Ihr Mann war berühmt. Es wäre ihr als Witwe besser gegangen als vielen anderen. Sah sie in ihrem Leben keinen Sinn ohne ihn? Fühlte sie sich als Frau ohne Mann nichts wert, nur als Anhängsel ihres Mannes lebendig? Für mich hat dieser Tod nicht die romantische Tragik von Romeo und Julia, sondern ist das Ergebnis einer falschen Sicht des Wesens von Liebe. Danke. Das trifft sich ganz gut. Wir haben gestern eine neue Anthologie vorgestellt, die Grenzen Gottes heißt, und da lese ich eben aus diesem Beitrag dazu. Und ich lese
unterschiedlichen Beispielen. Zuallererst ein einiges Gedicht, der auf Abgrenzung an Welt zugedacht. Flüge noch keines von uns fünf gelesen, als es, wirklich eingeweiht, mit wenig Sack und Pack und nur einer Puppe zu flüchten galt. Unsere Flucht nicht so gut ausgegangen wie einstmals die einer dreiköpfigen Familie nach Ägypten. Nicht einmal unser jüngst geborenes Geschwister wird geboren wie ein kleiner Moses ausgesetzt worden in einem Bambuskörbchen. Wir ja nicht auf dem Nil unterwegs gewesen. Unser Fluchtboot rettet uns dort zugrunde, wo schon viele vor uns auf der Flucht Ertrunkenen vom Meeressand zugedeckt beieinander und übereinander liegen. Und uns fluchtwillig ins Ertrinken gestürzten Eltern, nicht wie jener Ikarus vom Himmel gefallen, haben nachgeflucht die Bomben, denen entkommen werden wollte, es überleben. Haben welche von uns mit letzter Kraft gebetet oder den Tyrannen geflucht, aber uns ertrunken aufgefischte, aber uns wie Treibholz angeschwemmte, wussten viele der Einheimischen zu ehren, haben ja in ihren Fischerbooten unsere Überkleider zu trocknen ausgebreitet, um uns doch noch auch in dem mitgeführten Lichtbild ausweisen, als diejenigen kennenzulernen, welche an ihren Küsten rettendes Land zu betreten gehofft. Nur die wenigsten haben unsere durchnässten Gewänder nach Geld abgestiert und uns also nach der Auffindung eingenähter Wertgegenstände ausgeplündert. Uns auf den Ortsfriedhöfen mit Ehrerbietung begrabenen wäre es billig und recht, wenn denen ihr Raubgut das arme Leutebrot aufgebessert hätte. Und wir, da oder dort heil angelangt, wie die winterflüchtigen Zugvögel sollten wir wohlbewährten Himmelsrufen folgen können, wir elendes Flüchtlingsgesindel jedoch nordwärts unterwegs, immer noch wie eingefangene Singvögel auf der Suche nach Schlupflöchern, in den uns entgegengestellten Drahtzäunen noch nicht elektrisch geladen, noch nicht der Erdboden dort vermint, wie in der Sage über eiserne Vorhänge. Jetzt also kleine Stücke sind immer kurze Überlegungen zu einer Sache. Und was politische Grenzziehungen sind, voll der Missachtung der natürlich vorgenommenen, das hat in jenen Jahren seine Illustration gefunden im Riesengebirge. Hinter lokalen Sonntagsausflügen steigen wir den schmalen Pfad zwischen den Koppen hinan, alle paar Meter flankiert von einem tschechischen und einem polnischen Grenzsoldaten, die sich eher mit aufeinander als auf uns gerichteten Maschinengewehren gegenüberstehen und aneinander vorbei ins Leere schauen. Durch die Mitte dieser Repräsentanten derselben Staats- und Bruderreligion heißt es fröhlich durchzumarschieren wie durch eine Allee. Auf dem Abstieg leuchtet uns ein voller Mond den Weg. Sie, unsere Wächter, nun ja Schattengestalten, nicht mit Stirnlampen der Bergarbeiter ausgestattet. Und haben wir nicht einmal, als hätten wir keine gültigen Dokumente, die Schweizer alpinen Gendarmen geschickt umgangen? Aufgegriffen zu werden, warum nicht? Haben nichts von den mehrheitlich jüdischen Flüchtlingen gewusst, die zur NS-Zeit auf Gebirgsrouten der rettenden Schweiz zugestrebt sind, sich des Risikos bewusst,
hinübergelangen, entdeckt und erschossen zu werden. Waldgrenzen, ja, die werden den Hochwäldern nicht aufgezwungen, die setzen die Fichten und Lärchen sich selbst, wollen nicht vermessen eindringen in den Latschen vorbehaltene Bedingungen. Grenzenlos, auf manchen Almen hat man nicht mehr den Weidevieh aus dem Weg zu gehen, da das eben zugeteilte Areal umzäunt ist, auch damit es sich nicht auf ihm vorenthaltene Almblüten davor macht oder entschlopfen gerät. Manchmal gerüst du die in der Karrenumzäunung auf Sitze guter Art, um festzustellen, ob die Anlage eingeschaltet ist. Zufrieden, wenn die Hand zurückzuckt. Nicht einen elektrischen Schlag hat der Schwachstrom versetzt, bloß ein Gebremse, wie auch zu nahe gekommen Vieh. Nur das allererste Mal musste dir solch ein geladener Zaun zu einer Gedenkstätte für diejenigen in Vernichtungslager transportiert werden, die sich dem ihnen bestimmten Gas entzogen haben, indem sie diesem Tod zuvorgekommen sich gegen die starkstromführenden Lagerumzäunungen geworfen haben. Unlängst aber hast du vor einer Mauer des Döblinger jüdischen Friedhofs innegehalten. Vertraut war dir der auf der Mauer überreich angebrachte Stacheldraht und die Glasscherben darunter, Gräberschänder von einem Überklettern abzuschrecken. Aber dass der Sturm ein rosarotes Männerhemd hineingeweht hat, das nun zerfetzt vom Stacheldraht hängt. Grenzenlos, grenzenlos das Zauberwort kindischer Menschvorstellungen. Vielleicht schon von uns als Urmenschen mit der Maxime, meine Freiheit endet dort, wo die eines anderen beginnt, in die Schranken gewiesen worden. Das haben wir ja schon gehört. Ja? Und gehört nicht auch hierher die zuallererst befremdliche Bitte aus dem Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung, so als wäre nicht Satan der Verführer, kann doch nur so zu verstehen sein. Setze unseren Erfindergeist Grenzen, auf das wir ihn nicht zu unserer Vernichtung brauchen. Eine grenzenlos liebende Mutter wäre ein Ungeheuer, würde mit ihrer umfassenden Liebe ihre Kinder auf Lebenszeit unmündig halten, sie mit ihrer Liebe erdrücken, ersticken. Zivilisation oder Zivilisierung beginne mit Triebunterdrückung oder Triebverzicht, so Sigmund Freud aus der Erinnerung Babel zitiert. Und eine Untersuchung aus Adornos Amerika-Zeit hat ergeben, dass permissiv erzogene Kinder, vielleicht solche, die im frühkindlichen Stadium mit ihren Exkrementen die Zimmerwände bemalen dürfen, viel seltener zu Künstlern werden als streng bürgerlich oder reaktionär, scheinbar an ihrer Entfaltung Gehinderte, weil vielmehr in ihrem fruchtbaren Widerspruchsgeist früh bestärkt. Und in scherzhafter Übertreibung ließ es sich sagen, dass heutzutage Pubertierende beinahe ins Kleinkriminelle genötigt werden, aufgrund der ihnen großzügig zugebildeten Grenzen. Sich in Erproben von Verbotenen zu bestätigen, dafür reicht längst nicht mehr aus, den Nachbarn Äpfel zu stehlen, sofern der überhaupt noch Apfelbäume hat. Da müssen sie schon, um sich eine elterliche Rüge zuzuziehen, speziell präparierte Zigaretten rauchen. So früh, wie die uns von den Eltern gesetzten Grenzen zu erkunden, verlangt es uns danach, unsere Wahrnehmungen beim richtigen Namen zu nennen, also als einander ähnlich Vergleichbares gegeneinander abzugrenzen, sich
es auf sich einzuändern, also die Kunst des Definierens der exakten Bestimmung von Begriffen zu erlernen und einzuüben. Das ist eine der bekannten Türen, das da ist genauso etwas zum Hinein- und Hinausgelangen, aber für das eines Heuraums vorgesehen, eine viel größere Tür mit einem eigenen Namen, ein Tor. Diese Erkenntnis ist ihm sehr früh wie eine Offenbarung vor einem Viehdorfer Vierkanthof zuteil geworden. Antiferenzierung, ich bin ein Vertreter der Grenzen. Ja? Antiferenzierung an Unterscheidungsmerkmalen ist uns gelegen, doch nicht an den Beteuerungen des gemeinsamen etwa von katholischen und protestantischen. Und so habe ich in meiner Lust am Definieren meine HTL-Schüler gern traktiert und etliche zu meiner Freude mit ihr infiziert. Nein, meine Lieben, dem Zweierlei von Gehen und Laufen ist mit Zeit, dem Zeitbegriff nicht beizukommen. Man kann sehr schnell gehen und im Laufen, um diese Fortbewegungsart zu demonstrieren, so wie jetzt ich an derselben Stelle bleiben. Ja, lieber Lutschi, so ist es. Beim Gehen bleibt immer ein Fuß in Berührung mit dem Boden im Laufen gegeben. Ja. Also, bevor ich dann vielleicht noch ein Gedicht über Flüchtlinge lese, sage ich dann was dazu. Doch noch etwas über die uns irdischen und sterblichen, wann immer zugemutete oder von uns gewählte Grenzüberschreitung von Leben und Tod. Was dem Tod sehr nahe gekommene, aber ins Leben zurückgeholte, berichten, etwas zu sein, durch ein enges Tunnel, dem Licht an seinem Ende immer näher gerückt, das als schwerlich etwas das Eintreten, den Tod zu besagen. Sie haben ja nicht aus dem Tod ins Leben zurückgefunden. Ein ganz ähnlicher Sinneseindruck ist mein Erwachen aus der Äthernarkose im Kindesalter vorangegangen. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob es nach dem Tod für einen jeden von uns etwas so ist, wie man es für sich vermutet hat, das glaube ich, das wird sich weisen. Wer glaubt, wird über diese Ungewissheiten, mit denen sich hinwegtrösten, was ihm von seiner Religion verheißen wird. Agnostiker wie ich werden sich der Beschäftigung mit solchen Fragen entschlagen, dass sich auf sie keine verlässlichen Antworten finden lassen, weil es auch Fragen wie nach dem Tod Tod oder anders wie ein weites Leben keine Antwort geben kann. Es sei denn, man hofft auf eine private, streng geheime Offenbarung. Ja, zuletzt eben dieses Gedicht aus den 70er Jahren. So. Fluchtbilder auf dem Fernsehschirm. Und dann auch noch die vielen Kinder, die Bündel und Säcke schleppend dahin wanken auf die Grenze zu. Sie alle haben vergessen, möchte man angesichts ihres Dahinschwankens befürchten und hoffen, dass sie links an Hunger und Erschöpfung gestorben sind, von ihren Säcken fallen gelassen und am Rand des Flüchtlingsstroms auf immer leben geblieben. Nur aus Gewohnheit wankelt das Schattenbild dieser Kinder in dem endlosen Leichenzug weiter. Denn nur der Gehorsam und die Angstträume der längst gestorbenen und sterbenden sind es, die in der Gestalt ihrer alles Leid und alle Strapazen ausgeträumt haben und träumen weiter und weiter wanken, mit Gespensterhänden ihre Bündel umklammernd als Ersatz für die verloren gegangenen Eltern und mit Geisterwangen schlafend an dem und der luftdurchlässigen Schulter aufliegenden Lumpensack weiter und weiter schwimmen. Schwanken auf die Grenze zu zwischen Tod und Leben, über die Grenze hinaus zwischen Leben und Tod. Ihre armen Seelen sind, dass ihnen noch immer nicht ewige Ruhe gegeben wird. Denn sollte das, was da dahin schwankt, als bewegtes und bewegendes Erinnerungsbild an einen einstmals langen Flüchtlingszug, gruppenweise auch Kinder sein,
leibhaftige und lebende Kinder, so würde es um sie geschehen sein, wenn sie sich endlich setzen dürften. Sie werden in unerschöpflicher Erschöpfung und unermüdlicher Müdigkeit mit ihren Zellen zusammensackend und sich ganz auflösend nie wieder aufstehen. Oder wenn noch einmal etwas sie auftreibt, und sie überleben, nie mehr begreifen können, wer sie und wo sie sind. Und ich habe kurz bevor das gedruckt wurde, das habe ich dann noch etwas hinzugefügt, Herr Corona betreffend. Grenzenlos, aber die Welt jenen Seuchen offen steht, die Impfungen verweigern, um allüberall eingestellt zu werden von als Schlepper tauglichen Reisenden. Wir sind hier nur 3 Kilometer von der Grenze entfernt und ich lese über Grenzgänger hier in der Nähe von Salzburg im Ruperti-Winkel aus dem Jahr 1944. Schneewittchen in Knallschachen. Des Menschentage sind wie Gras. Der Mensch erblüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind drüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr. Bibel, Psalm 103. Die Aufgabe von uns 11 Kindern war es, Schafe zu hüten. Sie weideten mit Vorliebe entlang der Bahngleise im Moor und machten natürlich nicht am Lagerzaun Halt. Mit all ihrer Widerspenstigkeit streckten sie ihre Köpfe unter dem Stacheldraht durch, auf der Suche nach dem schmackhaftesten Grashalm. Sobald sie die Häupter zurückzogen, rissen die wiedergehakten Drahtspitzen Wollknäuel aus ihrem Pelz. Kaum waren die Tiere fort, eilten von der anderen Zaunseite Lagerkinder hinzu und zupften die Wollfäden aus den Vertiefungen der Verdrahtung. Ihre vom Hunger gedünnten Fingerglieder waren dafür das ideale feinmechanische Werkzeug. Dies geschah mitten im Moor von Knallschachen, einem Niemandsland zwischen Schönram und Laufen an der Salzach. Der Torfstich des Reichsarbeitsdienstes hatte endgültig seine Bedeutung verloren. Aber in die weißgetünchte Villa des Forstamts zog wieder jemand ein. Die Ebene mitten im Wald, dem Schönramer Filz, war längst nicht mehr bewohnt von einem Forstmeister, der einen Torfabbau und die Meliorierung durch Drainagegräben überwacht hätte. Nein, denn die vormals zu 6 Monaten Torfstich verpflichteten jungen deutschen Staatsbürger waren längst der Wehrmacht überantwortet und an die russische Front abkommandiert worden. Die Landwirtschaft war zur Nebensache verkommen und die Natur war drauf und dran, sich die sekundäre Torflandschaft zurückzuerobern. Eines Tages kehrte der Staat zurück. Oktober 1944 klopften 2 Gestapo-Männer an die Holztüren der Dörfler in der dünn besiedelten Ebene und bereiteten uns auf etwas Kommendes vor. Die zackig vorgebrachte Meldung lautete, jeder Kontakt mit den Lagerinsassen sei strengstens untersagt. Das Erste, das sie taten, war, sie zogen einen Stacheldraht um das geschundene Moor. Danach wurden die 3 alten Wachen aus Schönram, Knall und Friedelreuth ihrer Aufsichtspflicht über die leerstehenden Baracken entbunden und zogen sich wieder ins Ausgedinge ihrer Höfe zurück. Die 9 Bewohner der Villa mitten im Moor waren ein Lagerarzt und ein Lagerleiter. Der hisste die politische Fahne an jenem alles überragenden Mast, der an ein altes Segelschiff ohne Ausguck erinnerte. Dabei kennzeichnete er den Appellplatz des Lagers. An die 100 Personen wurden in Lastwegen angekarrt. Zu unserer großen Freude befanden sich darunter fast nur Kinder und Jugendliche. Endlich mal was los in Knallschachen, tuschelte man im Dorf. Wie sich bald herausstellen sollte, bestand die Fracht aus jungen Ukrainern, deren Eltern aus den Bloodlands nach Deutschland geflohen waren und im Tausch gegen strategische Informationen einen Persilschein für ein Leben in Deutschland erhalten hatten. Ihr erster und letzter Arbeitsplatz in der Fremde war die Buna in der Stadt Traunreuth gewesen, jene Munitionsfabrik, die Giftgas zur Massenvernichtung herstellte. Am Ende würde es jedoch nicht mehr zum Einsatz kommen,
weil man die Übertragung durch Ostwinde befürchtete. Es fehlte überall an Lebensmitteln. Besonders fremdländische Kinder und Jugendliche litten Hunger und an anderen Kriegsschäden. Sie hatten monatelang unter Bedingungen gearbeitet, die ihre körperlichen Kräfte überstiegen hatten. Das extrem geschwächte Immunsystem der noch im Wachstum befindlichen Menschen machte ihre Körper besonders anfällig gegenüber dem knallgelben Gift, das in der Mona in Patronen abzufüllen war. In der Folge erkrankten viele an Tuberkulose. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr wurden die Erkrankten isoliert, mitten im Moor von Knallschachen. Die feuchten Bedingungen im Moor schadeten ihnen oft noch mehr. Eine Verschlechterung ihres Krankheitsbildes war die Folge. Auch an Medikamenten fehlte es. Sie wurden vorwiegend in den 10 Lazaretten der Stadt Traunreuth gebraucht, wo die Kriegswunden von der Front und die Ausgebombten aus deutschen Großstädten genasen. Natürlich existierten in Traunstein keine 10 Krankenhäuser. Zu diesem Zweck waren die Schulen der Stadt umfunktioniert worden. Wir Schüler wurden in den umliegenden Gaststätten unterrichtet, wobei wir natürlich keine Getränke bestellen durften. Diese hätte es ohnehin nur gegen Lebensmittelmarken gegeben, die unsere Mütter wie Schätze horteten. Das Essen für die Lagerinsassen von Knallschachten wurde ebenfalls aus Traunstein angeliefert. Der Winter 1944-45 forderte die ersten Toten im Lager. Die Kälte in den Baracken muss enorm gewesen sein. Sie konnte von allen Seiten durch Spalten ins Innere kriechen. Die Gebäude standen auf Pfählen und die Spalten zwischen den Holzbrettern waren nur provisorisch mit Torf abgedichtet. Die kleinen Torföfen waren nicht dazu geeignet, sich der Kälte zu widersetzen. Brenntorf wärmt kaum. Die ukrainischen Jugendlichen besaßen auch keine Schuhe mehr. Sie banden sich Fetzen um die Füße, sobald sie die Baracken zum Holz sammeln, Torf sammeln, Wasser holen oder Wasser lassen oder aus anderen Gründen verließen. Wäre kein Schnee gelegen, hätten sich die Lumpen in weichen Boden mit Moorwasser vollgesogen. Die unterernährten Menschen zogen sich in jedem Fall schwere Erkältungen zu. Besonders ins Frühjahr hinaus schwanden die Widerstandskräfte der meisten Barackenbewohner. Sie starben dahin wie Fliegen. Über meinen Bruder hieß es damals schon ein ganzes Jahr lang, er sei in Russland vermisst. Aus diesem Grund litten wir mit den Ukrainern mit in der Hoffnung, unser Bruder würde den noch viel schlimmeren russischen Winter überleben. Eine ukrainische Mutter klopfte wiederholt an unsere Haustür und bat um Milch für ihr krankes Kind. Nur Milch helfe gegen die Krankheit ihrer ältesten Tochter, flehte sie. Zu Weihnachten war es auch bei uns üblich, Brot zu backen. An diesen Weihnachten trug unsere Mutter die doppelte Menge. Das waren an die 40 Laibe. Die Hälfte verschenkte sie an die bettelnden Lagerinsassen in der Hoffnung, dass auch ihr in Russland vermisster Sohn Ludwig einen gütigen Helfer fände. Die Kranken waren wie immer im Dunkel der Nacht gekommen, um das Brot zu erbetteln. In mir nagte das Mitleid mit den Ukrainern, denn ich hatte die Trauerzüge als Ministrant zu begleiten. Unser Pfarrer musste endlos ausrücken und Tote einsegnen. Er kam sonntags regelmäßig aus Petting ins Lager, um den Gottesdienst abzuhalten. Ukrainer galten als sehr papsttreu. Aber diese Frequenz reichte bald nicht mehr aus. Die unzähligen Begräbnisse zehrten an seinen Nerven, sodass ihn später der Pfarrer der Brauereikapelle Schönram entlastete. Einer unserer Nachbarn war verpflichtet worden, für die Errichtung eines kleinen Friedhofs Grund zur Verfügung zu stellen. Dort stand auch ein Holzschuppen, wo die Toten mehrere Tage lang aufgebahrt lagen. Der Totengräber musste auf einer Anhöhe außerhalb des Lagers schaufeln, weil ein Aushub im Moor aus hygienischen Gründen verboten war. Die Wurzeln der Buchen machten ihm schwer zu schaffen, sodass er in der Regel nur in geringe Tiefen vordringen konnte. Obwohl es den Kranken offiziell verboten war, das Lager zu verlassen, wurden ihre Ausgänge in einem engen Waldkorridor zwischen dem Lager und dem Friedhof geduldet. Die Bewegungsfreiheit war wiederum aus hygienischen Gründen eingeschränkt worden, nicht aus politischen. Für ihre Begräbnisse kleidete sich der Priester in einer behelfsmäßig eingerichteten Sakristei im Lager an, aber wir Ministranten erhielten unsere Messgewänder draußen, auf der offenen Anhöhe. Nicht selten standen Tränen in meinen Augen, als ich die verzweifelten Erkrankten mit ansehen musste, wie sie laut betend, singend und händeringend
von einem einfachen Wettersarg Abschied nahmen und dann rätselhafte Zeichen in die Bäume schnitzten. Ein Slawist aus Salzburg erklärte mir nach dem Krieg, als alles bereits überwachsen war, die Schriftzeichen bedeuteten auf Kyrillisch den Beginn des Vaterunser und des Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Die geschnitzten Gebetszeilen wollte man der Seele eines oder einer Verstorbenen mit auf den Weg geben, den Weg ins Jenseits hinüber. Vielleicht wollte man für Verwandte in der fernen Heimat auch bloß den Platz der letzten Ruhe markieren, denn von Holzkreuzen war nicht zu erwarten, dass sie bis Kriegsende durchhalten würden. Nicht einmal ein Jahrzehnt würden sie überstehen. Und nach ihrer Verrottung wäre die Lage des Kindergrabes für die Eltern nicht mehr rekonstruierbar. Eine Buchenschrift hingegen würde sich durch das Wachstum des Baumes im Laufe der Jahre aufblasen und zumindest ein Baumleben lang erhalten bleiben. Die Dorfbewohner waren direkt etwas verwundert, als zunächst niemand von den umliegenden Dörfern und Weilern an Tuberkulose erkrankte, obwohl man mit dem Atem der bettelnden Ukrainer unweigerlich in Kontakt geriet. Wir gesunden Kinder genierten uns auch gar nicht, mit den gleichaltrigen Kranken zu spielen. Aber eine Bauernfamilie in Knall blieb am Ende doch nicht von der Seuche verschont. Der überaus sparsame und wirtschaftlich denkende Familienvater hatte im Frühjahr die Fäkaliengrube des Barackenlagers ausgehoben und mit dieser Güllespende seine Felder gesegnet, davon überzeugt, den kostengünstigsten Dünger ausgebracht zu haben. Mehrere Familienmitglieder erkrankten daraufhin an Tuberkulose, aber zum Glück konnten alle medikamentös geheilt werden. Anders die Lage im Ukrainenlager. Ich sehe es wie heute vor mir, wie wir die ältere Tochter jener Frau abholten, die bei meiner Mutter um Milch gebettelt hatte. Als das Mädchen aufgebahrt vor mir lag, dachte ich, sie wäre Schneewittchen. Ein Märchen wäre wahr geworden und sie brächte bloß das vergiftete Apfelstück nicht mehr aus dem Hals heraus. Oder litt Schneewittchen an einer Paraffinleber und vertrug die Apfelschale nicht. Das lange, pechschwarz gewellte Haar umrahmte ein kreidebleiches Milchgesicht. Schneewittchen, das mit bürgerlichem Namen Claudia Wicklowa hieß, war gerade einmal 14 Jahre alt geworden. In einem Alter, in dem andere damit beginnen, die Welt zu entdecken, hatte sie mit der Welt abgeschlossen, abschließen müssen. Der zierliche Kopf lag auf ein dünnes, grob zusammengenähtes Kissen gebettet, das seitlich offen stand. Ich sah, dass etwas Wolle hervorragte. Es waren jene Wollfäden, die unsere Schafe tagtäglich an den Dornen des Lagerzauns verloren. Die Bauersleute kamen von den Feldern herbeigeeilt. Sie hatten sogar den Trusch unterbrochen, um das Mädchen noch einmal zu sehen. Die Nachricht, dass der Tod selbst vor einem so schönen Kind nicht Halt gemacht hatte, hatte sich wie ein Lauffeuer im Umland verbreitet. Die Ministranten heulten Rotz und Wasser. In Anbetracht ihres geringen Lebensalters stand uns das Mädchen besonders nahe. Von Gefühlen übermannt gaben wir Zwerge unser Schneewittchen den Waldboden zurück. Wer von den Lagerinsassen noch irgendwie gehen konnte, war zur Verabschiedung auf der Anhöhe erschienen, doch es waren nicht allzu viele. Man weinte bitterlich und warf der Toten Münzen und Waldblumen ins Grab nach. Jemand lamentierte: Sie war doch noch so jung. Aber jetzt hat sie es geschafft, ergänzte eine andere Lagerinsassin. Ach, hätte es uns doch erwischt. Wir haben es noch vor uns. Alle wussten, dass auch ihre Tage angezählt waren und das nur wegen der Unterversorgung an medizinischen, der hygienischen Hilfsmitteln. Durch ihre Klagen wurde uns Ministranten erst so richtig bewusst, wie sehr unsere Spielkameraden allesamt Todgeweihte waren. Das Fortschreiten der Lungenkrankheit bildete die latente Gefahr, die wir nicht abwenden konnten, auch wenn wir fleißig unsere Brotzeit mit ihnen teilten. Es traf wiederholt die Jüngsten im Lager. Allein zwischen Oktober 44 und Mai 45 mussten wir unfassbare 60% der Lagerinsassen begraben. Da verlor endlich der Krieg am Boden. Nach dem Eintreffen der Amerikaner wurden die Überlebenden der Krankeninsel ins Lungenheim der Stadt Laufen überstellt, sowie in die Krankenhäuser anderer umliegender Städte, sodass sie noch eine geringe Überlebenschance bekamen. Bis dahin spielten wir an der Lagergrenze mit den immer weniger werdenden Jungs an den tief ausgestochenen und schwarzwässrigen Torflacken. Wir mussten höllisch aufpassen, dass nicht
dass wir nicht in eines der Löcher gerieten und versanken. Doch es passierte nie etwas, wenn wir mit Schlamm und Frösch die Frösche bewarfen und abwarteten, dass sie wieder auftauchten, damit wir sie abermals stören konnten, weil sie uns so dämlich angrinsten. Die Mädchen des Lagers waren ängstlicher als die Jungs. Von ihren Müttern wurden sie oft zurückgerufen und gefragt, hast du denn deinen Talisman dabei? Das war ein hölzernes Ding, das ich nie richtig zu Gesicht bekam, weil die Mädchen es immer unter der linken Achsel versteckten. Endlich kam aus Russland die erlösende Nachricht. Bruder Josef war in einem Lager hinter Moskau registriert worden. Später konnte ich erfahren, dass er sich dort als Schuster betätigt hatte und Offiziere ihm hier und da ein Stück Brot, einzelne Erdäpfel oder Zigaretten in die Stiefel gesteckt hatten. Eines Tages setzten ihn dieselben Offiziere auf die Entlassungsliste, weil er an Lungenentzündung erkrankt war. Ich dachte an Mutters Brote und wie sie gebacken hatte, um in Gedanken bei ihm zu sein. Ich starre ins trübe Moorwasser, das viele abgründige Geschichten verbirgt, so auch jene Grenzgeschichte, die sich an der Enns in der Nähe von Amstetten abgespielt hat, die ich aber heute nicht erzähle. Ich möchte noch ein Gedicht lesen, stattdessen, das etwas näher an unserer Zeit ist. Spießrutenlauf. Eins und zwei. Im Gleichschritt Marsch. Gemma, Gemma, dreimal täglich hin und her und hin. Dreimal, nachts, auf und ab, ab und an. Drei Male an den Gliedern vom Stacheldraht. Drei Mails gestern aus Syrien. Mal drei, morgen, ohne Nachschlag. Einmal 15, die Waggons entlang. Einmal zu dritt, nachts am Feuer. Einmal die 5, fettgedruckt auf dem T-Shirt des Schleppers. Einmal 7, hinten im Fond. Einmal zu 6, quer über die Autobahn. Zwischendurch alle 4 von sich, ohne Nachtgewand. 4, 5, fernes Holland. Einmal vielmal gekotzt, ohne Wasser. Unser Atem ist nicht erwünscht. Namenlos, Sonderzahl, treiben wir quer durchs Abendland. Fensterlos. Und in Parndorf fällt das Zählen schwer. Das Zählen dessen, was sie aus uns gemacht hat. Danke. Ich bin die Letzte in dieser Runde und verlange Ihnen einiges an Konzentration ab. Wir haben jetzt frische Luft gehabt. Ich denke, das passt. Ich werde sehr langsam lesen. Eine Freundin hat mir am Telefon gesagt, bitte lies langsam. Man versteht schon, aber du musst Zeit lassen, um zu werden. Also bitte sind Sie gnädig. Es wird nicht so lange dauern und ich hoffe, die Spannung hält an bis zum Schluss. Es geht um die Digitalisierung, ein Grenzgang. Ich entführe Sie natürlich jetzt in das ganz aktuelle Geschehen, das wir alle haben. Wir werden in den nächsten 10 Jahren wissen, was wirklich passiert. Ich habe mich ein ganzes Jahr beschäftigt, davon ist dieses Buch entstanden und heute habe ich aber einen besonderen Aspekt dieser Digitalisierung. Und zwar, ich betrachte sie mit Hilfe von prominenten Philosophen, eben aus philosophischer Sicht und vor allem aus der Historie. Denn es ist so, dass wir immer glauben, das ist wie eine Naturgewalt über uns gekommen. Aber hören Sie sich das an, das ist keine Naturgewalt, sondern das sind wir, die als Menschen im Verlauf der Geschichte dann so weit gekommen sind, dass man halt die Digitalisierung fast auch. Ausgangspunkt für jegliche Expansion war zunächst die Sprache. Lexika, wie die berühmte Enzyklopädie des Franzosen Denis Diderot im 17. Jahrhundert, fassen heute weder Umfang noch Menge dieser versuchten Abbildung der Welt. Ich besitze einen Ratgeber für österreichische Klein- und Mittelunternehmen, mit der Erklärung von über 100 der wichtigsten Begriffe aus der Welt der Informationstechnologie. Ich nenne ein Beispiel, E-Procurement. Diese Wortschöpfung eröffnet einem nur mehr durch eine seitenlange Erklärung ihre Bedeutung. Also brauchen wir den Rückgriff auf das, was wir durch unseren alltäglichen Sprachgebrauch klar einigermaßen schnell erfassen. Die Welt ist wissensmäßig und damit begriffsmäßig explodiert. Dieses Problem des Erfassens einer großen Menge ist eines seit Menschengedenken.
hatte man zum Begreifen in der Frühzeit noch als Hilfsmittel die eigenen Hände und die Finger, in heutiger Diktion also die Hardware, welche ergänzend durch die Schaltzentrale früher einzig allein im menschlichen Hirn gelegen, so ist auch die Software heute vielfältig geworden durch die Lernfähigkeit von Algorithmen und außerdem dem Vergessen durch dauerhafte Speicherung entzogen. Sich mit der Digitalisierung theoretisch und gerecht zu beschäftigen, braucht nach dem Soziologen Armin Nasehi unbedingt einen historischen Blick auf deren Wurzeln. Er weist immer wieder darauf hin, dass parallel zur heutigen digitalen Entwicklung bereits die Verdoppelung der Welt im 15. Jahrhundert begann. Da staunt man. Ich habe mit großer Mühe versucht, die verzweigten Gedanken dieses Soziologen zu übersetzen, um sie hier zur Diskussion zu stellen. Seinen Thesen ist schwer zu folgen, denn durch die durchgehend verwendeten Eigenschöpfungen von Begriffen, wie bereits durch das Beispiel aus der Informationstechnologie belegt, also Gewalt neuer fremder Bezeichnungen, die ja gleichzeitig mit der neuen Sache selbst entstehen, entziehen sich vor allem derartige Neuschöpfungen in längeren Satzgebilden sofortiger Verständlichkeit. Wie ein undurchdringliches Gestrüpp legen sich uns diese unbekannten Begriffsschöpfungen um die verschriftlichten Gedankengänge. So bedarf es des x-maligen Lesens und neuerlichen Zusammensetzens, um nur irgendein Verständnis zu bekommen. Das ist auch der Grund, dass man heute auf Gebrauchsanweisungen für elektronisch gesteuerte Geräte verzichtet, sie den Usern einfach mittels färbigen Piktogrammen in Selbsterkundung überlässt. Zurück zur Historie. Die Fähigkeit des Menschen, seine Wahrnehmungen in bleibende sprachliche Übereinkünfte zu fixieren, definiert unsere Welt bereits als konstruierte, im Sinne von Platons Höhlengleichnis. Jahrtausende jedoch geisterte und wirkte diese wesentliche philosophische Frage, wie wirklich ist unsere Wirklichkeit, eher im Hintergrund. Alles Seiende zu erfassen, erweiterte sich ja kontinuierlich bis hin zum Symbol und zu rein abstrakten Wortkonstruktionen. Es gelang den Menschen durch Beziehungen aus ihrem ursprünglich ausschließlich materialen Kontext zu lösen. Mit der quasi ersten Software, jener der Abstraktion, war eine erste Vervielfältigung der Welt gelungen. Eine Ganzheit, ein Baum zerlegte sich in Folge in Äste, der Ast wurde mit Lehm zusammen zu einer Hütte, viele Typen von Hütten wurden zu Behausungen. Sprache ermöglichte uns also bereits grenzenlose Konstruktionen, jedoch allzu flüchtige. Der Wind trug Worte allenfalls zu den Nächststehenden, dann waren sie verhallt. So suchten bevorzugt Männer als das herrschende Geschlecht nach Konservierungs- und Transportmethoden und fanden sie zuerst in Stein, dann in Papyrus und Meister Gutenberg entwickelte den Buchdruck um das Jahr 1444. Damit war nicht Schluss. Es folgten Schreibmaschinen, PC und Handy. Der für diesen Vorgang von Nasehi verwendete Begriff ist duplizieren, also verdoppeln. Damit ist aber im Weiteren nicht einfach nur Verdoppelung des Gleichen gemeint. Ein einfach dahergesagter Satz unterscheidet sich zwar stark von jenem in einer wissenschaftlichen Abhandlung durch inhaltliche Vorgaben, aber auch, weil die Satzgrammatik sich unterscheidet. Das ist sozusagen eine einfache Verdoppelung. Nasehi nimmt jedoch eine Verdoppelung in den Blick, die sich verwirklicht in einem anderen System. Diese Transformation ist es, die bei der Debatte um die Digitalisierung den zentralen Stellenwert einnimmt. Nun sind wir an der Schnittstelle, nämlich zwischen dem, was wir mit analog, also vergleichend meinen, und jener zum Künstlichen, eben Reduzierungen und Vervielfältigungen, ausgedrückt durch unterschiedliche Arten, in der Malerei ebenso wie im Tanz.
natürlich zu sein meint, deckungsgleich zu sein mit dem, was die Natur geschaffen hat, noch ohne menschliche Eingriffe. Beispielsweise einen natürlich gewachsenen Baum. Künstlich ist bereits, wenn aus dem Baum ein Tisch wird und noch mehr an Transformation, wenn der Tisch durch reine Zahlenkombination auf dem Bildschirm virtuell als Konstruktionszeichnung erscheint. Duplizierung nahm also ihren ersten Ausgang bereits in der Abstraktion durch Sprache. Wirkungsvoll aber erst durch die Multiplikation infolge der Buchdruckkunst. Die derzeitige Duplizierung bedeutet nun aber etwas ganz anderes, und zwar die Neukonstruktion der Welt durch Daten, also die Umwandlung von Fakten in ein System von elektrischen Impulsen. Die Welt wird in den Griff genommen durch das duale System des Ja-Nein mit der Null als Nicht und der Eins als Sein. Durch die Zauberformel der Digitalisierung, also dieser Vereinfachung durch radikalste Reduktion, ist nun paradoxerweise alles, alles, wirklich alles menschenmöglich geworden. Aus der einfachen Duplizierung ist eine Vervielfältigung nach jeder Richtung geworden. Ein beschriebenes Blatt wird kopiert, die Kopie in andere Systeme eingespeist und in ganz anderes transformiert. Unsere Geschichte lehrt, dass alles, was möglich ist, im Laufe der Zeit auch angegangen wird. Das sind unsere Zukunftsaussichten. Bereits Johann Wolfgang von Goethe hat im Faust II in Bezug auf die sich derzeit rasant entwickelnde Robotik es so formuliert. Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machen. Ein kleines Beispiel, was zuvor Vision nun alles schon möglich ist. Ja, sich bereits den Weg in die Medien gebahnt hat. Sie haben vielleicht schon davon gehört. Man kann bereits sein eigenes Konterfei im Café Schaumer von einem Cappuccino erscheinen lassen. Herzen und Rosen, die waren gestern. Wenn Sie mit Geld und Witz darin sehen, sich ein dementsprechendes Zusatzgerät zur Kaffeemaschine leisten zu wollen, dann erschaffen Sie sich digital das klassische Bild des Nazis, der sich der Sage nach in sein Spiegelbild verliebte, aber mit dieser Eigenliebe letztlich verstörte und sich zerstörte. Wir sind bereits mitten in dieser Entwicklung. Je mehr Technik, desto weniger Natur bleibt. In den Salzburger Nachrichten vom 3. Oktober über die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft ist darauf hingewiesen, wie wichtig plural angelegte Expertisen sind und damit realere Einschätzungen über Entwicklungen und Fehlentwicklungen. Eine viel diskutierte Frage der Digitalisierung ist jene der zunehmenden Fremdbestimmung. Matthias Horx, ein bekannter Wissenschaftsjournalist, formuliert es so: Zukunft ist eine Entscheidung. Und weiter, die Zukunft gehört den komplexen Beziehungen. Das schafft mir die Überleitung zu dem, was Digitalisierung ausmacht, nämlich alles auf zwei Möglichkeiten zu begrenzen, beziehungsweise damit eine klare Deutung zu schaffen. So gelingt Widersprüchliches aufzulösen. Die immer komplexer werdenden Entscheidungen in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen, also jene für das Kollektiv Entscheidenden, sind von der Verantwortung her gesehen natürlich eine gewaltige Last für jene, die entscheiden müssen. Dieser Druck wird jenen aber durch die gesamten Möglichkeiten digitaler Erfassung zukünftig massiv erleichtert. Experten ihrerseits lösen nun Probleme, indem sie Entscheidungen zu einem technischen Vorgang machen, der individuelle Entscheidungen von der Verantwortung her neutralisiert. Das wichtigste Instrument dazu ist, Datensammlungen anzulegen und diese mit Hilfe von Logarithmen und Zieleingaben per Computer bearbeiten zu lassen, um damit Ergebnisse liefern zu können, die meist schon Entscheidungen dirigieren. Genau das erleben wir derzeit in der Covid-19-Pandemie. Matthias Horx nun genauer zu erläutern. Die Zukunft gehört zwar den komplexen Beziehungen, aber die Zukunft gehört auch dem Gegenteil, eben deren Auflösung, in das einfachste, kompromissloseste, in Ja, in Nein, in Entweder oder.
Wir Menschen sind jede Sekunde mit unserem Herzschlag in dieses Prinzip eingebunden. Es ist unser ureigenstes. Unser Herz schlägt, dann leben wir. Es schlägt nicht mehr, dann sind wir. Ich habe ein Fragezeichen hinterher gemacht, um offen zu lassen, was jeder hier dann denkt, wie es weitergeht. In einer kürzlich ausgestrahlten Fernsehdiskussionsrunde über das Phänomen Donald Trump und seine undifferenzierten Tweets haben wir ein signifikantes Beispiel für das, was punktgenau im Trend ist. Unheimlich ist nur die Übereinstimmung, die in seiner Person und der Position, die er einnimmt, liegt. Es wird sich weisen, wie lang das noch ist, ist auch ganz aktuell. Aber zurück zum alten Goethe und seiner Prophezeiung. Dass wir Menschen von Kreaturen abhängen werden, die wir uns selbst erschaffen. Dieses Szenario wird die Technik der künstlichen Intelligenz ermöglichen, die ohne Datenverarbeitung nicht möglich wäre. Durch Reduktion gelingt paradoxerweise, wie schon hingewiesen, die größtmögliche Vielfalt zu erzeugen. Vielfalt heißt hier nicht Zwischentöne, sondern rein zahlenmäßige Vielfalt, also Addition, Multiplikation, Potenzierung, unbegrenzte Möglichkeiten in allen Bereichen, von der Mode bis zur Medizin. Das, was in der Medizin dem Einzelnen hilft, öffnet aber auch das Tor für die totale Überwachung von allem. Und diese Paradoxie, diese Ambivalenz klarzumachen, wir flüchten aus der Unüberschaubarkeit mit Hilfe dieser neuen Technik in nächste Unüberschaubarkeiten. Medieninformationen zu diesem Thema, die uns jeden Tag häppchenweise erreichen, liefert auch Herbert Jodelbauer, ein promovierter Mathematiker und Maschinenbauer. In seiner Veröffentlichung Die Datenspinne im Netz von Google, Facebook, Alibaba und Co. heißt es: Daten erscheinen grenzenlos im Wachstum, in der Anwendbarkeit und im möglichen Nutzen. Daten sind bereits jetzt der wichtigste Produktionsfaktor und die Bedeutung der Daten wird noch drastisch steigen. Daten werden nicht umsonst als das Öl der Zukunft bezeichnet. Und jetzt kommt der Paukenschlag, mit dem uns der Publizist Florian Felix Wey diese Auswirkungen durch diese nunmehrige Verdoppelung der Welt klar vor Augen stellt. Seine vorläufige Antwort auf das, wo der Mensch stehen wird, wenn sich die Welt nur mehr als Code definiert und nicht mehr als Glaubens- oder Vernunftzusammenhang wie bisher. Dazu ein kurzer Exkurs. Beides, die Glaubenslehren der Kirchen wie der reine Verstand der Aufklärung, sind heute quasi Relikte, die tiefe Risse bekommen haben. Durch die Digitalisierung wird nun die Umformung all des Vorhandenen, also allen Informationsmaterials, in Daten und Zahlen betrieben. Florian Wey ortet diese Entwicklung als eine durch die Wissenschaft der Quantenmechanik angestoßene. Für unser kleines menschliches Gehirn sind Ganzheiten allenfalls in Portionen, am einfachsten durch einen binären Code fassbar zu machen. Das Verbot der Bibel, den Göttern ähnlich zu werden, mag die Quintessenz und das Motiv der gravierenden Veränderungen durch das Digitale offenlegen. Florian Felix Wey im Zitat: Haben wir bisher akzeptiert, aus dem Bestehenden durch wissenschaftliches Denken, also durch Einsichten, unsere Realität zu schaffen, so tritt jetzt ein ganz anderer Vorgang in Erscheinung. Realität wird nicht mehr interpretiert, sondern aus Daten konstruiert, also erschaffen. Philosophen des 20. Jahrhunderts wie Derrida ließen diese Schatten der Konstruktion und Dekonstruktion ja schon lange aus dem Sack. Und jene Frage wird uns in Zukunft, wenn Corona eingebremst ist, wieder intensiv beschäftigen müssen. Was ist der Mensch? Was bleibt vom Menschen im Lichte sich beständig wandelnder Technologien? Welche Mutationen, um in der Covid-19-Diktion zu bleiben, stehen uns allen noch bevor?
Technisch scheint alles durch die KI und die künstliche Intelligenz machbar. Aber die Frage der Sinnhaftigkeit wird sich nicht aus der Diskussion holen lassen. So müssen ethische Überlegungen und Regelungen unsere Ängste vor dem Unsichtbaren, dem Unbekannten, der ungebremsten Hybris zu Hilfe kommen. Und der Einzelne kann sich vor der Aufgabe nicht drücken, dazu beizutragen, dass die Digitalisierung nicht nur Automatisierung, sondern vor allem Autonomisierung befördern möge. Die Europäer haben aus Gründen der Rassanz sich an die Innovationen aus den USA und China somit deren Vorgaben angeschlossen. Ein Verhängnis, das jetzt offenbar wird und mit viel Aufwand korrigiert werden müsste, und zwar schnell, damit Europa nicht als digitale Kolonie in ewiger Abhängigkeit und damit Bevormundung gehalten werden kann. Dieser Autonomisierung steht aber gegenüber, dass das zukünftige Korsett aus Regeln, dazu die Instandhaltung der Hardware und die Auswahl und Anschaffung der Software dem Einzelnen kostbare Lebenszeit auffressen wird. Entgegen der Werbebotschaft für ein bequemes Schlaraffenland, was uns die Digitalisierung aller Lebensbereiche verspricht. Daten zu sammeln ist, wie gesagt, das Gold unserer Zeit. Doch jedes Smartphone mit GPS-Technik, das diese Datenwut bedient, ist etwas Ähnliches wie eine elektronische Fußfessel. Und auch jede Überlegung des Soziologen Nasehi wird die Verwirrung und die Sammlung von Daten also weiter in die Höhe treiben. Zitat: Ob etwas als Information taugt oder registriert wird, liegt im Auge des Rezipienten, nicht in jenem des Beobachtenden. Klartext: Das Beobachtete wird durch den Beobachter erzeugt und dies in jedem weiteren Beobachter. Wir werden noch viele Erkenntnisse in der Umkehr erleben, so auch jene nach dem amerikanischen Philosophen Herbert George Mead. Bewusstsein ist nicht die Voraussetzung, sondern die Folge des Handelns. So werden wir, mehr noch unsere Kinder und Kindeskinder, stetige Grenzgänger werden zwischen analogen und digitalen Welten, somit pendelnd zwischen dem, was Realität, was Schein. Danke. Danke vielmals für die Lesung, für die Texte. Und ich gebe jetzt einfach den Raum nochmal frei, dass Sie nochmal ins Gespräch kommen können, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben. Ja, ich habe das Sendung gesehen, die Wahl von Trump. Und ich habe es jetzt nicht, das ist also nicht gewesen, das Programm. Und da geht es darum, dass also Facebook und Instagram und so weiter, und da werden Daten gesammelt. Da wird der Mensch so durchleuchtet, dass man genau weiß, was der denkt, was er kauft und selbst seine Lebensgeber meiden. Und da gibt es jetzt in unserer Firma in England, die haben das gesammelt und haben es dann verwendet für den Wahlkampf und haben den gewissen Leuten vor der Wahl, die Unentschlossenen, das wusste ich ja, dass die unentschlossen sind, schnell das geschickt. Also wenn das ein Waffenlager ist, dann wird das machen, das macht er. Also es ganz genau gezielt, was der Wunsch dieser Klientel ist. Und das wurde als Werbung da schnell hineingeschickt, das aber dann wieder gelöscht wird. Man kann es nicht nachvollziehen. Aber das war auch mit der Grund, warum so viele den Trump da gewählt haben. Diese Suchen sind bekannt. Es ist ja sogar so, ich habe einen Stand-PC und habe einen Laptop. Und das habe ich auch erst kürzlich erfahren. Ich dachte mir immer, warum, wenn ich ein Stichwort aufrufe, warum ist das im Stand-PC kommt was anderes heraus wie im Laptop. Also das ist, da bin ich schon durchleuchtet. Ich arbeite am Laptop anders, da haben sie andere Daten als am Stand-PC. Und daher werde ich auch durch anders bedient. Und also Fachfrau hat sich, man kann ja das alles abrufen, aber es hat 2 Jahre gedauert, bis es gekriegt hat. Da waren an die 800.000 Einträge sozusagen nur über sie da. Also es ist nicht mehr zu fassen und es ist da, hat er gesagt, das ist das Gold da. Also es sind wieder da. Wie Öl behandelt. Und zwar hat es einen technischen Grund.
die Algorithmen brauchen sehr viel Futter. Die brauchen sehr viel Daten, damit sie, die lernen aus den Daten. Das ist ja schon die zweite, ich habe jetzt nicht genau die mehr oder minder erzählt, wie die Kategorien sind. Dass natürlich die einfachen, dass dann die KI und die Robotik, die sind natürlich schon viel komplexer, aber die fußen immer und auf je mehr Daten. Und es ist so, wie dann die Spracherkennung gekommen ist. Dann konnten wesentlich mehr Daten erfasst werden, als nur mit normalen Eingaben. Also das multipliziert sich und die, wie gesagt, die Algorithmen brauchen riesige Datenmengen, damit sie dann aus denen selbst, wir wissen ja auch, dass die Algorithmen nicht nur das, was wir ihnen eingeben, sondern auch selber mehr oder weniger dann Abzweigungen und Eigenentscheidungen treffen. Und daher haben wir da jetzt wirklich vor allem, und das noch zu dem von Trump, ich habe es nur ganz kurz erwähnt, aber man kann natürlich im Satz nicht in der Schnelligkeit das rauslesen, dass wir die Systeme von den Chinesen und von den Amerikanern haben und dass die Europäer aus dem Grund das Problem haben, sie haben die eigene Systematik und müssen daher alles von dort übernehmen. Und wir haben das etwas würde verabschieden und es wird ganz schwierig sein, das jetzt in einer Rassanzen aufzuholen, damit Europa mit seinem Wertekanon auch noch ein Gewicht behält. Und das wird's.